In der mexikanischen Grenzstadt Tijuana herrscht seit Jahren ein erbitterter Drogenkrieg. Jedes Jahr gibt es allein in dieser einen Stadt doppelt so viele Morde wie in ganz Deutschland. Kriminelle Banden und die Polizei liefern sich dort einen wirklich brutalen Kampf. Mein Kollege Harro Füllgrabe durfte die Polizei einen Tag lang bei einem harten Job begleiten. Mit kugelsicherer Weste ausgestattet wird Harro Zeuge eines Krieges, bei dem nur schwer zu erkennen ist, wer gegen wen kämpft. Rechts ranfahren, Motor aus! Dieser Einsatz bringt auch Harro an seine Grenzen, denn schnell wird klar, ein Menschenleben zählt hier nicht viel. Ich glaub's nicht, das ist wie im Film. Zwei Tage vorher. Harro ist unterwegs nach Mexiko, sein Ziel Tijuana. Die Stadt grenzt direkt an Kalifornien. Sie gilt als Nadelöhr für den Drogenhandel in die USA. Die andere Seite von Tijuana, ein in die Jahre gekommenes Touristenziel. Vor allem für Amerikaner, die bei Mexiko an bunte Sombreros und Tequila denken. Tijuana ist eine der gefährlichsten Städte Mexikos. Aber von dem vermeintlichen Drogenkrieg kriegt ein Tourist oder ein Gast wie ich auf den ersten Blick hier eigentlich gar nichts mit. Doch wer einen Blick abseits der Touristenviertel wirft, merkt schnell, hier sind auch am helllichten Tag viele Polizisten unterwegs. Denn das Leben in Tijuana ist gefährlich. Drogenkonflikte und Morde gehören hier zum Alltag. Harro will verstehen, warum Mexiko in Brutalität und Chaos versinkt. Dafür will er mit jemandem sprechen, der selbst Teil dieses brutalen Systems war. Deshalb besucht Harro das Gefängnis El Hongo, eine gute Autostunde außerhalb von Tijuana. Er wird mit einem der 4000 Häftlinge sprechen. Viele der Häftlinge waren oder sind noch immer Mitglied einer Gang oder eines Kartells. Harro wird einen von ihnen treffen. Sein Name ist Alejandro. Er sitzt seit 4 Jahren. Die Polizei fand bei ihm 200 Kilogramm Marihuana und 4 Schusswaffen. Was ist dein Leben hier wert? Naja, wenn die Leute, für die du arbeitest, dir sagen, du sollst jemanden töten, dann machst du das. Wenn du es nicht tust, dann töten sie entweder dich oder deine Familie. Auch Alejandro war Mitglied einer Gang. Verurteilt ist er wegen Drogen- und Waffenbesitzes. Kennst du selber Mörder? Ja. Viele? Ja, nicht viele, aber ja. Haben sie dich nach Namen gefragt? Die Leute, für die ich früher gearbeitet habe, hatten Angst, dass ich sie hier drin verpfeifen würde. Aber ich habe nichts gesagt. Das wäre lebensmüde. Denn ich habe Angst um meine Familie. Alejandro hat eine Frau und 2 Kinder, die draußen auf ihn warten. Zurück in Tijuana. Allein im vergangenen Jahr gab es in der Stadt 512 Morde. Fast doppelt so viele wie in ganz Deutschland im selben Jahr. Der nächste Morgen. Sonnenaufgang in einer der gefährlichsten Städte Mexikos. Harro wird heute die Polizei auf Streife begleiten. Monatelang haben wir uns um eine Drehgenehmigung bemüht und erst nach vielen Schreiben eine erhalten. Das Polizeirevier wird streng bewacht. Ohne Termin kommt hier keiner rein. Harro wird bereits erwartet. Nach einer kurzen Einführung stellt ihm der Polizeichef die Männer vor, die er bei ihrer Streife begleiten wird. Mario Martinez und Gerardo Rodriguez Puga. Die beiden sind seit 2 Jahren ein Team. Hier ist eine kugelsichere Weste. Angeblich wird Harro die nicht brauchen. Alles nur pro forma. So, fertig. Ich bin ehrlich gesagt ganz froh, dass ich sie mitkriege. Das Einzige, was komisch ist, dass der Kopf nicht geschützt ist, weil wenn ich im Auto sitze,
Naja, wir werden sehen. Sie müssen los. Mario und Gerardo fahren jeden Tag gemeinsam Streife. Dass Haro mit darf, ist eine echte Ausnahme. Denn schon im Vorfeld hat man uns gesagt, dass die Polizei hier viel zu tun hat. Ein Kamerateam stört da nur. Schon beim Losfahren wird Haro klar, worauf er sich da eigentlich eingelassen hat. Was jetzt gerade echt interessant war, ist, dass der Fahrer sich jetzt gerade bekreuzigt hat, bevor er rausfährt. Und das hat einen guten Grund. Bis 2010 gab es in Tijuana fast täglich Schießereien. Angeblich hat sich die Lage etwas entspannt. Doch erst eine Woche bevor Haro hier angekommen ist, hat man 4 Leichen auf einer Parkbank gefunden. Gibt es Momente, in denen ihr Angst habt? Und gehört das zum Beruf? Natürlich gibt es solche Momente. Angst ist menschlich und gehört zu unserem Beruf dazu. Aber nicht um uns, sondern um unsere Familie. Mario ist seit fast 30 Jahren bei der Polizei von Tijuana. Er hat 10 Kinder. Keines von ihnen ist in seine Fußstapfen getreten. Erste Station der Streife, das Rotlichtviertel. Hier passieren besonders viele Verbrechen. Oft handeln die Drogenkartelle nicht nur mit Drogen, sondern auch mit Menschen. Heute scheint die Lage ruhig. Doch plötzlich ein Funkspruch. Es gab eine Schießerei, nur ein paar Blocks weiter. Jetzt sprach er jetzt gerade von einigen Opfern. Also ich bin immer, ich steig da noch nicht so ganz durch, weil ich selber echt nervös bin. Innerhalb weniger Minuten erreicht die Streife den Tatort. Haros Aufpasser haben jetzt keine Zeit mehr für ihn. Dutzende von Polizisten sind bereits da. Ebenso die lokale Presse und jede Menge Schaulustige. Haro wird schnell klar, hier muss etwas Schlimmes passiert sein. Da vorne sind, glaube ich, entweder Verwandte oder irgendwelche. Haro ist gerade mal eine Stunde mit auf Streife. Nach einer Weile trifft er Gerardo wieder. Er erzählt, was passiert ist. 2 Männer haben, wie es aussieht, einen Auftragsmord ausgeführt. Also der Stand jetzt ist, dass tatsächlich 2 sicher tot sind. Es ging anscheinend um einen Gebietsstreit zwischen Drogendealern verfeindeter Gangs. Ein klassischer Auftragsmord in Tijuana. Für die Menschen in dieser Stadt gehören solche Situationen zur traurigen Realität. Kommt das hier öfter vor? Keine Ahnung. Ich habe nichts gesehen. Nein, wir wissen wirklich nicht, was da passiert ist. Der Mann wirkt nervös, weicht Haros Fragen aus. Im Hintergrund haut einer seiner Kollegen ab. Haro versucht, etwas über die Banden und die Auftragsmorde hier in der Gegend herauszufinden. Doch dazu kann oder will der Mann ihm nichts sagen. Also wie man sieht, haben sich jetzt gerade nach meiner Frage fast alle umgedreht und sind gegangen. Also das spricht eigentlich wirklich dafür, dass keiner so wirklich dazu Stellung nehmen will und wird. Kein Wunder, denn wer hier zu viel sagt oder etwas dem Falschen erzählt, der kann schnell das nächste Opfer sein. Haro spricht mit einem Lokalreporter. In der Zwischenzeit trifft auch das Militär ein. Das unterstützt die Polizei in besonders gefährlichen Situationen. Die Politiker erzählen in der Öffentlichkeit gerne, sie hätten alles im Griff. Aber du siehst ja, wie es wirklich ist. Das passiert hier ständig. Kommen Sie aus Tijuana? Ja, ich bin hier geboren. Ich lebe hier. Was geht Ihnen durch den Kopf in solchen Momenten? Der Drogenkrieg hört einfach nicht auf. Und die Strafverfolgung reicht nicht aus, um all dem ein Ende zu bereiten. Seit 2006 herrscht in Mexiko ein unerbittlicher Drogenkrieg.
denn der damalige Präsident Felipe Calderón begann militärisch gegen die Kartelle vorzugehen. Das verstanden die Kartelle als klare Kampfansage. Seitdem herrscht ein erbarmungsloser Terror. Haros Streife verlässt den Tatort. Mario und Gerardo machen Druck. Denn die Täter laufen noch immer frei herum. Zeugen haben von zwei Männern in einem weißen Auto berichtet. Und genau das wollen die Polizisten jetzt finden. Haro ist nervös. 15 Uhr 20. Zwei Tote. Vor allem Polizisten leben in Tijuana gefährlich. Wart ihr schon mal direkt in eine Schießerei verwickelt? Ja, wir waren schon oft in ziemlich brenzligen Situationen. Aber wir zwei hatten bislang immer Glück. Die Fahndung läuft nach zwei Männern in einem weißen Auto. Haros Streife fährt plötzlich schneller. Sie verfolgen einen Wagen. Möglicherweise sitzen darin die Täter, die gerade zwei Menschen erschossen haben. Rechts ran! Bitte rechts ran und Motor aus! Bleib bitte erstmal im Auto. Komm. Du sollst drin bleiben. Wir sollen drin bleiben. Hier geht er echt mit der Waffe drauf zu. Die Waffen der Polizisten sind geladen und direkt auf die Männer gerichtet. Jeder Polizist ist bereit abzudrücken, wenn es sein muss. Haro wagt sich erst aus dem Auto, als die Situation halbwegs unter Kontrolle scheint. Warum habt ihr die jetzt angehalten? Wonach sucht ihr genau? Wenn uns ein Fahrzeug verdächtig vorkommt, gerade in so einer Situation, dann müssen wir es kontrollieren. Diese beiden Männer sahen verdächtig aus. Generell kontrollieren wir oft Fahrzeuge, wenn zwei oder mehr Männer drin sitzen. Und leider finden wir da nicht selten Drogen oder Waffen im Kofferraum. Bei diesen beiden war es falscher Alarm. Die Polizei findet nichts. Haros Streife fährt weiter. Tijuana. Die Polizei ist noch immer auf der Suche nach zwei Mördern. Hier gab es schon bis zu 50 Morde pro Woche. Heute waren es bereits zwei. Haro ist unterwegs auf Streife und es scheint eine neue Spur zu den Tätern zu geben. Was ist passiert? Das versuchen wir gerade herauszufinden. Haben Sie Schüsse gehört? Nein. Okay, nichts wie hin. Jetzt geht's los. Vielleicht sind das die Männer, die vorhin zwei Menschen erschossen haben. Wir brauchen Verstärkung. Einsatzkräfte, bitte kommen. Wir brauchen Verstärkung. Sollen wir drin bleiben? Mario hat gerade Wichtigeres zu tun, als Haros Fragen zu beantworten. Sie sind mit die Ersten am Einsatzort. Haro weiß noch nicht, ob wirklich alles unter Kontrolle ist. Alles, was er erkennen kann, ist, dass es zwei Männer sind, die festgenommen wurden. Einer von ihnen scheint ziemlich jung zu sein. Es ist schon komisch, bei so einem Einsatz dabei zu sein. Ich gehe mal einen Schritt zurück. Das sind die zwei. Der Jüngere hat die Tat gestanden. Die Polizisten gehen hart mit ihm um. Sie drücken ihn zu Boden. So stellt er keine Gefahr mehr dar. Es ist unfassbar, wie viele Polizisten plötzlich da sind. Wenn man sich das anschaut, da kommt wieder ein Einsatzwagen. Für die Polizisten in Tijuana ist der heutige Einsatz ein Erfolg. Diesmal haben sie zumindest die Täter gefasst. Doch oft finden sie nur noch das vor, was die Mörder übrig gelassen haben. Leichen, Angst und Schrecken.
Haro fällt es sichtlich schwer, in so einem Moment seine Gedanken zu sortieren. Ich fühle mich bedrückt ein bisschen. Es ist keine unmittelbare Gefahr, weil wenn man sich das anguckt, wie viele Einsatzwagen plötzlich da sind, das habe ich so noch nie erlebt. Was Haro am meisten erschüttert, der Schütze ist gerade mal 16 Jahre alt. In Mexiko heuern die Drogenkartelle oft Minderjährige für ihre Auftragsmorde an. Sie bekommen in der Regel nur ein paar Jahre Haft als Strafe. Und gerade als der Einsatz vorbei zu sein scheint. Fahr mal ran, fahr ran! Was ist jetzt da? Jetzt geht's Schlag auf Schlag. Ich weiß jetzt nicht, was das jetzt ist. Vielleicht hat er einfach nur was geklaut. ¿Qué pasó? Was hat der Mann gemacht? Ach, der hat nur was geklaut. Ich glaub's nicht. Das ist wie im Film. Zwischenbilanz für den heutigen Tag. Zwei Tote, ein 16-jähriger Mörder und jede Menge Menschen, die das anscheinend gewohnt sind. Tatsächlich ist das größte Problem in Mexiko, dass sich die Korruption durch alle Ebenen zieht. Polizei, Politik, Wirtschaft. Die Drogenkartelle machen vor nichts und niemanden Halt. Das, was Haro am Vortag in Tijuana erlebt hat, hat mittlerweile traurige Schlagzeilen gemacht. Schießerei, zwei Tote, Exekution. Der normale Eindruck, den ich am Anfang in Tijuana hatte, hat sich in Luft aufgelöst. Ich war hier dabei und ich muss sagen, der Drogenkrieg als solcher ist immer noch allgegenwärtig.